verlassen jetzt Leeuwarden. Die erste Brücke geht schon gleich auf, ist schon rot-grün. Und dann geht es auch schon los. Ziel ist heute Harnik. Das Schlimme ist, dass wir heute kein gutes Wetter haben. Heute regnet es. Wenn ich die Brücke ramme. Ja. Tschüss, Leeuwarden. Die letzte Brücke geht für uns auf und wir verlassen Leeuwarden. Das ist schon eine ganz stylische Brücke. Ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht nass werde. Vor uns ist immer noch diese Baustelle und wir müssen ja jetzt Steuerbord vorbeifahren. Der Bagger da so spät noch am Baggerloch, das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Ja, er holt richtig fett Schlamm raus. Halbe Strecke nach Harlingen, Marina hat das Steuer übernommen. Bei trostlosen, hässlichen Wetter. Macht keinen Spaß. Aber im Moment regnet es nicht, aber in Harlingen regnet es. Das habe ich schon gesehen. Es sind nur noch ein paar Kilometer, dann erreichen wir Harlingen. Vor uns liegt noch eine Brücke, die nur 5,10 Meter Höhe hat. Und der Jürgen fährt da jetzt ganz vorsichtig mal durch. Das scheint eine Drehbrücke zu sein. Ah, da hat man noch reichlich Platz gehabt. Das sieht immer schlimmer aus, als es ist. Ja, wir sind in Harlingen angekommen, vor uns liegt die Schleuse. Wir gehen jetzt erstmal links in den Meerfahrten und gucken, ob wir finden können. Wenn das nicht ist, dann fahren wir gleich auch durch die Bordschleuse nach draußen und raus. Die Berufsschifffahrt hatte gerade Einfahrt. Die können schon reinfahren. Und die Sportschleuse zeigt auch Einfahrt ein. Jetzt muss der Jürgen überlegen, was er macht. Kleine Planänderung. Wir fahren jetzt doch gleich durch die Schleuse rein und werden im Außenbereich ein Plätzchen für heute Nacht suchen. Und jetzt muss ich mich langsam sputen, um in die Schleuse, mich schleusenfertig zu machen. Hier in der Sportbootschleuse. In Harlingen ist es extrem eng. Wir haben vorne quasi keinen Platz zum Segler hin und warten jetzt darauf, dass die Brücke da aufgeht. Und es schüttet wie aus Eimern. Wenn ich grüße, hätte die Schleuse so eng, wäre ich hier nicht reingefahren. Marco und Claudia hängen direkt auf uns drauf. Alles sehr knapp. Jetzt fahren wir raus aus der Schleuse. Vorne steht ein dicker Katamaran. Und jetzt sind wir in den Schleusen vor Becken, vor dem Watt. Das ist nicht mein Wetter. Aber wir haben das Schleusen heute schon mal geschafft. Wenn die schon einmal grün zeigt, dann müssen wir das auch direkt ausnutzen und mitfahren. Frank zieht jetzt an uns vorbei.
Wir müssen natürlich erstmal abwarten, was der Berufsschiff hier macht. Da ist immer doof, wenn da gerade eine Berufsschifffahrt hier noch vor uns rumdümpelt und wir da nicht so richtig wissen, wo wir lang sollen. Da muss man auch noch vorsichtig sein, dass hier die Fähren eventuell noch gleich wieder ankommen, weil hier ist nämlich auch das Einsteigen und Aussteigen für Fähren. Jetzt warten wir hier auf die Brücke, die nur alle halbe Stunde aufmacht, um 25 und um 55. Das heißt, wir haben noch 10 Minuten. Jetzt fahren wir in den Hafen, den Außenhafen in Harlingen. Und Frank sucht da vorne das Plätzchen für uns, wo wir dann reinfahren sollen. Nachdem es beim Anlegen geschüttet hat, ist es jetzt zum Glück den ganzen Tag relativ trocken geblieben. Und wir sind froh, dass wir jetzt hier geschützt im Hafen liegen. Die Stege sind so, dass sie mit dem Hochwasser mitgehen, sodass wir also kein Problem haben mit den Leinen. Hier im Norderhafen haben wir einen Unterschied von ungefähr 2 Meter zwischen Ebbe und Flut. Man sieht schon deutlich, wie das Wasser gefallen ist, seit wir heute angekommen sind. Heute Abend gegen 8:45 werden wir den Tiefstand haben. Aber wir haben hier kein Problem, weil die Stege mit dem Wasserstand mitgehen, sodass wir auch die Leinen nicht verändern müssen. Heute Abend haben wir lecker im Fischrestaurant gegessen. Das war ganz hervorragend. Ist auch nicht weit von unserem Liegeplatz weg. Und jetzt geht's noch mal in die Stadt. Läufst du schon mit drauf? In Harlingen sind ganz schön viele alte Segler. Hier auf der anderen Seite sind noch ein paar dicke. Und es ist hier in Harlingen im Hafen sehr schön ruhig. Auch das Wasser macht einen sehr ruhigen Eindruck. Im Moment haben wir gerade fast Tiefstand. Und morgen früh geht es hier raus auf die Insel. Bei Niedrigwasser morgen früh kommen wir auch so durch diese Brücke. Die Brücke, auf der ich jetzt stehe, öffnet um 9.25 Uhr. Und am Ende liegen wir auf der linken Seite mit unserem Boot. So, nach dem Abendessen geht es zurück aufs Boot. Und wir haben jetzt relativ Niedrigwasser. Man merkt an der Steilheit der Treppe, dass das Wasser weggegangen ist. Genau, jetzt haben wir Niedrigwasser. Deshalb gibt es diese Trittstufen hier drauf, damit man nicht wegrutscht. Ein ganz anderes Flair, wenn so die Dalben, die veralkten Dalben und Hölzer rauskommen.